Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute wird mit Manuel sein Diät-Ernährungsplan besprochen. Ich gebe auch so ein, zwei kleine Tipps für euch da draußen. Also, falls ihr Bock drauf habt, falls ihr mehr dazu wissen wollt, bleibt dran und checkt das Video aus. Viel Spaß dabei. Es ist einfach mal 13.15 Uhr. Ich bin vor einer halben Stunde aufgewacht, weil ich gestern ein bisschen länger draußen war in so einer Bar. Clubartig ist eigentlich immer ganz nice. Beim Volksgarten, falls einige von euch kennen, werde ich definitiv öfter sein, weil es echt cool. Macht gut Stimmung, gute Musik, mit Freunden dort gewesen, also perfekt. Jetzt oder wäre es mein Tag gestartet. Ich habe schon Wasser am Start, habe gestern auch noch so um 2:30 eine fette Portion Müsli gegessen, weil mir noch ordentlich Kalorien gefehlt hat. Am Gewicht hat es jetzt gar nicht so zugeschlagen, also ich hatte trotzdem 104,2 oder so. Auch obwohl ich eine halbe Stunde vom Schlafen gegessen habe. Schlafe dafür eigentlich auch relativ gut, weil normalerweise, wenn ich kurz vom Schlafen gehen viel esse, ist ja mittelmäßig, aber es ging voll klar. Ja, jetzt starte ich erstmal in den Tag, stretch mich gleich mal und dann geht's ins Gym. Es wird gut Legs trainiert und dann treffen wir auf Manuel. Natürlich wollen wir uns für den Leg Day auch passend vorbereiten, deshalb mache ich auch hier schon mein Warm-up. Also das mache ich sowieso immer in der Früh. Ihr wisst ja, meine Stretch-Routine habe ich auch schon vor langer Zeit abgedreht, sollte eigentlich auch irgendwann hochkommen. Aber es hat einem einfach von der Chronologität nicht so gepasst, deshalb ist es noch nicht online. Aber das ist eigentlich so, was ich immer mache, so ein bisschen Frog-Walk halt im Stehen und dann schön in die Squat-Position rein. Ich muss sagen, meine Gelenke sind echt dehnbar geworden. Auch dann immer so reinsetzen, ohne die Ferse vom Boden abzuheben. Geht auch mega, mega gut. Also, jetzt wird noch Spagat geübt und ich glaube, oder ich sage mir zumindest, bis Ende des Jahres will ich einen stabilen Spagat auf die Beine stellen, wortwörtlich. Also, halte mich an dem Wort fest, das muss gepackt werden. Jetzt gibt es erstmal Pre-Workout-Snack und zwar 250 Gramm Topfen, wie immer mit 20 Gramm Whey. Heute mit Vanillekipferl, bisschen Smacktastic, Lemon Sorbet, absoluter Favorite in letzter Zeit. Dann 100 Gramm Beeren, 150 Gramm Wassermelone, immer so an die 30 Gramm Carbs, kommt auf jeden Fall gut hin und schmeckt auf jeden Fall richtig killer, macht mich nicht zu voll und perfektes Pre-Workout. Runter damit, dann geht's gleich ab ins Gym, wird auch Zeit, ist 14 Uhr. Stretching dauert bei mir immer so mindestens 20, 25 Minuten, aber ich nehme mir dafür auch gerne Zeit. Weil das ist ja auch eine geile Investition sozusagen in mich selber. Also essen und dann, let's go. Das nenne ich mal dezenten Regen. Ich warte jetzt noch kurz ab. Ich fahre auf jeden Fall nicht mit den Öffis heute kurz lang, sondern das Parken ist gratis. Werde mich gleich ins Auto hauen. Aber trotzdem alleine beim Weg zum Auto werde ich komplett durchgenässt sein. Also ich warte noch kurz ab und dann geht's ab. Okay, ich bin ready, bin bereit, schwer zu squatten, also schwer für meine Verhältnisse. 115 Kilo haben wir wieder mal drauf, habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Hab 3x8 geschafft und am letzten nur noch 6. Das heute wird versucht, den letzten Satz nochmal gut rauszuholen. Mal schauen, wie sich das Ganze anfühlt. Aufwärmen war schon mal sehr gut. Durch das späte Schlafen oder späte Essen ist natürlich nicht ganz optimal. Das heißt, ich schaue einfach, wie gut ich mich heute fühle, was ich heute rausholen kann. Kleiner Outfit-Check vorher. Grau, grau, grau. Kombinationsboss. Ist am Start, ich mal sagen. Naja, vielleicht so, passt. Aber ja, wie gesagt, das ist 115 Kilo, 8 Reps sind angepeilt. Mal schauen, wie das Ganze geht. Übrigens Musik, falls man im Hintergrund ein bisschen hört. Richtig geil Oldschool heute, also ich feier's. Also so Oldschool, 2000 oder so. Also meine Jugend sozusagen. Mega, mega fresh. Da ist Motivation am Start, braucht man mehr Kopfhörer. Let's go! Kacke. Leicht ist anders, aber Muskelgefühl ist heute richtig krass am Start. Eigentlich eh wie immer, also ich spüre es echt gut, Technik passt auch perfekt. Also zumindest, dass ich jetzt Gewicht halten kann, aber ich bin heute so aus Atem. Holy shit. Aber jetzt nochmal gut zwei Sätze davon und dann gleich Beinstrecker hinterherballern. Also immer vier Sätze Squats, 3 bis 4 Sätze mache ich und dann 4 Sätze Beinstrecker direkt hinterher zum Ausbrennen. We'll be right back.
Ich sage euch, diese eine liegende Variante vom Leg Curl ballert einfach nur so krank rein. Ich spüre meine Hamstrings extrem. Letztes Mal habe ich ja nur 3 Sätze dann von der zweiten Hamstring-Übung gemacht. Heute werden 4 gemacht, ich spüre es gut, aber nicht zu extrem. Also ich habe mich schon gut ans Volumen mit an die Ausführung gewöhnt. Wie gesagt, 4 Sätze jetzt vom Leg Curl stehend. Die Maschine ist sowieso abnormal krank. Vor allem, wenn man richtig gut stretchen kann. Im Supersatz mit Back Extensions mache ich 4-mal die Woche derzeit. Manchmal sogar 5-mal, je nachdem, wie viele Rest-Days ich mache. Aber immer am Rückentag und am Beintag werden Back Extensions gemacht, damit schon der untere Rücken so eine richtig fetten Fasern bekommt, genauso wie bei Johannes oder bei Johnny zum Beispiel. Das ist das Ziel, auf der Bühne von hinten krasser denn je auszusehen oder krasser als alle anderen auszusehen. Und Kreuzheben ist nicht meine Übung und würde extrem viel Regeneration kosten. Deshalb eher Back Extension, schön kontrolliert. Let's go. Why feel the same every time we kick it? We just can't get with it. Ain't no fixing. Here we go again with another thought that's told in vain. Avoid the pain, even though we need to say goodbye. Feel the same. So codependent, this hurting been open ended. We just been hoping we ain't have to say it's over ended. But the wound is open, let it bleed. You let it be, love it and set it free. But the end of you and me, a thought that's new to me. But I just gotta know. How come when we chilling, everything it feel the same? Feel the same. I just gotta know. How come when I pull up, I'm like, here we go again? Go again, that's why I just gotta know. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know. Can we keep it real? Lately I'm losing myself. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know. Can we keep it real? Lately I'm losing myself. When did we change? When did all the love that we had go away? When did we change? When did all the love that we had go away? I just gotta know. Got me in my feelings. Scared I peaked to reach the ceiling. And it's not appealing. Thoughts to iron trying to deal with. Cause I'm feeling like I ain't enough. And I'm terrified I'll never find another. You never be another us. But why took me ending us? Just get that picture up. I wish it was, but that ain't us. And that was love, but we a different us. I'm flawless. I'm not to blame for all this. I'm trying to say that you was. I just know it's time to call it. I just gotta know. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know. Can we keep it real? Lately I'm losing myself. Can you tell me what the deal? I'ma go ahead and tell you how I feel. I just gotta know. Can we keep it real? Lately I'm losing myself. Okay, das Training wäre beendet. Ist auch echt nicht gut gelaufen. Hab alles mega gut gespürt. Kraft war auch in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt nicht übertrieben, aber bei den andere Übungen wie Waden und Adduktor und Beinbeuge habe ich mich auf jeden Fall gut steigern können. Squats wird aber beim nächsten Mal hoffentlich wieder angegangen. Jetzt geht's zu Manuel, beziehungsweise zuerst werde ich noch ein bisschen stretchen, aber wir sehen uns dann gleich bei Manuel und dann wird ihm der neue Ernährungsplan vorgelegt. Na gut, Manuel, ich würde sagen, ich habe da echt was nicht so Gutes vorliegen. Ich sehe da gerade 4000 Kalorien in den letzten Tagen. Über 90 Kilo hast du teilweise gewogen, Training vernachlässigt, nicht im Unterricht aufgepasst, schlechte Noten. Eieiei, okay, da müssen wir auf jeden Fall was ändern. Ich hole mal den Ernährungsplan. Okay, ein bisschen Spaß beiseite. Den Lehrer muss man auch mal raushängen lassen. Jetzt sind wir bei Manuel zu Hause. Also ich habe mal ein paar grundlegende Dinge. Wie viel Wasser hast du sonst immer getrunken? Hast du es getrackt? Viel eigentlich, nein, aber am Tag mindestens 3,5 Liter. Okay. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, auf jeden Fall 4 Liter pro Tag, am besten verteilt. Und das Ding ist, auf jeden Fall 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr essen und nichts mehr trinken. Also okay. Trinken geht vielleicht noch 2 Stunden vor dem Schlafengehen, aber auf jeden Fall keine großen Mengen. Wenn, dann nur mehr so ein Glas oder sowas. Aber essen auf jeden Fall mindestens 2 Stunden vorher nichts mehr. Dann habe ich jetzt mal insgesamt gesagt, haben wir eh schon besprochen, 2800 Kalorien. Geht's los? Ich sehe so viele. Wir werden mal schauen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, damit komme ich gut aus. Ja, genau. Mindestens jeden Tag 10.000 Schritte. Wir wissen noch nicht, wie es mit seiner Arbeit aussieht, weil er ja ab Montag dann genau zur Diätstadt beginnt zu arbeiten. Ab morgen also. Vermutlich im Büro, ich denke mal im Büro, also ich weiß nicht, wie viele Schritte er sammeln wird, aber 10.000 wird er schon irgendwie am Tag zusammenkriegen, das geht auf jeden Fall klar. Dann habe ich geschrieben, maximal 220 Gramm Eiweiß am Tag, also das soll echt nicht überschreiten. Dann war es also hier 300 Gramm plus geballert. Dann maximal 80 Gramm Fett, kann auch etwas drunter bleiben, aber zumindest 60 Gramm Fett, sage ich jetzt mal. Und der Rest Kohlenhydrat. Also wir werden das Ganze eh mit einer App machen, mit MyFitnessPal in dem Fall. Da kann er dann immer genau sehen. Wie viel Gramm Fett nochmal? Maximal 80 Gramm. Okay. Und mindestens 60 wäre schon gut.
Und da schauen wir dann eben, kann er sich am besten ausrechnen lassen sogar, wie viele Kunden da noch übrig sind und kann das so gut einteilen. Dann habe ich noch geschrieben, 1 bis 2 Stunden vor dem Training eventuell nur ein kleiner Snack, also höchstens 500 Kalorien. Wenn du einen Snack vom Training isst, je nachdem, müssen wir dann schauen, wann deine Arbeit genau aus ist und wann du dann ins Gym kommst. Und jeden Morgen nüchtern auf die Waage und dann am besten Gewicht aufschreiben und dann, perfekt, je nachdem, mir sagen oder auch nicht. Eine andere Sache, noch 500 Gramm Gemüse am Tag, wird auch eingehalten, aber ich glaube, das solltest du auch hinbekommen. Ja, ja. Musst du halt das Gemüse essen, was dir schmeckt. Okay, und dann? 500 Gramm. Ja, ist aber nicht viel. Ja, du wirst dich freuen, dass du so viel Gemüse essen darfst. Stimmt. Und dann wissen wir noch nicht genau, wie dein Tagesablauf ist. Ich habe es einfach mal so geschrieben. Ich würde sagen, das Frühstück kannst du dir auf jeden Fall preppen. Einfach mal Haferflocken, 50 bis 70 Gramm, je nachdem, wie hungrig du bist. Mit gut Wasser aufkochen. Und auch? Kannst du auch, wenn du es so viel in der Früh gerne willst. Aber ich hätte gesagt, das erste ist was. 2800 sind doch eh recht viel eigentlich, oder? Ja. Ich meine, 100 sind 370 Kalorien, oder? 100 Gramm Haferflocken. Ja. Eine Pannentopfen hat auch nochmal 200, nein, nicht einmal 150. Und dann ein paar Beeren und ein bisschen Mandeln. Also das Frühstück hat dann wahrscheinlich so 700 Kalorien. Boah. Und das sollte eh gut sein. Und ja, also das erste, was du in der Früh auf jeden Fall machst, ist zuerst nüchtern auf die Waage, dann trinkst du dein Strong und noch 1 Liter Wasser oder 0,5 Liter Wasser dazu. Also am besten gleich sowas wegexen. Dann isst du aber noch nichts, weil der Hunger wahrscheinlich um die Uhr zu ähnlich so krass da sein wird. Gegen 9, 10 will ich dann mit dem Frühstück starten, also Haferflocken, Topfen oder Whey rein, plus Beeren und 10 bis 15 Gramm Mandeln, dass ein bisschen Fett auch mit dabei ist. Mittag wissen wir nicht, ob du eben preppen kannst oder nicht, deshalb habe ich jetzt mal unterwegs geschrieben und es mal weggelassen. Je nachdem, ob du dann was kaufen willst. Theoretisch könnte man auch machen, dass er sich, keine Ahnung, zweimal die Woche einen Döner holt oder so, ist es auch nicht so tragisch. Mittagessen wäre dann am besten so gegen 13, 14 Uhr. Wie gesagt, wir wissen ja noch immer nicht, wie lange die Arbeit ist. Wenn er so um 16 Uhr aus hat, würde ich um 16 Uhr noch einen kleinen Pre-Workout-Snack machen. Das heißt vielleicht einen Apfel, eine Banane oder so. Einfach ein bisschen Obst und einen Shake, dass wirklich nur was leicht Verdauliches vom Training reinkommt und dann eine Stunde später solltest du am besten im Gym sein. Also wie gesagt, so sollte das Timing eigentlich optimal sein. Am Abend kannst du im Prinzip nochmal frei einteilen. Ja, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, am Abend Fleisch plus 500 Gramm Gemüse. Könntest du so machen, ja. Und soll ich Reis dazu, oder? Reis oder Kartoffeln. Kartoffeln sind wahrscheinlich in dem Fall sogar noch besser. Also ich habe jetzt mal geschrieben, Abend frei, eventuell vielleicht noch Ei oder Avocado. Dass du zumindest Fette auch noch drin hast, kannst du dann, wie gesagt, mit dem Mittagessen switchen. Du kannst ja auch zum Beispiel am Mittag Avocado holen, Reiswaffeln oder Brot, je nachdem, und dann da drauf schmieren sozusagen. Und, oder zum Beispiel Eier vorkochen und dann isst du die Eier so. Ja. Zum Mittag geht eigentlich hier voll klar. Aber ja, das sind so ziemlich die Rahmenbedingungen. Also am besten Protein noch aufteilen. Das heißt nicht auf jeden Fall am Abend nochmal 400 Gramm Fleisch ballern, sondern vielleicht höchstens 200. Du wirst eh sehen, wie du da mit den Protein rauskommst. Ansonsten kannst du den Pre-Workout-Snack theoretisch auch weglassen, wenn du jetzt schon um 15 Uhr aus hast oder um 14 Uhr aus hast und vor Mittag sowieso noch gut gesättigt bist. Aber so, denke ich, sollte es ganz gut passen, oder? Ja. Schauen wir mal, wie ich es dann umsetzen kann. Genau. Manuel, wirst du den ersten Diättag gleich vloggen? Ja, morgen eher nicht, weil ich morgen ersten Tag von der Arbeit habe und deswegen, ich will jetzt nicht direkt so reinkommen und alles vloggen und so weiter, und mir wird wahrscheinlich auch viel erklärt. Deswegen, aber ich habe vor am Dienstag, also am zweiten Arbeitstag zu vloggen. Also, falls ihr den Diät-Alltag sehen wollt, schaut dann gerne bei Manuel vorbei. Aber das ist jetzt mal die grobe Einheit. Ich würde sagen, klingt eigentlich ganz gut. Ihr könnt ja auch gerne mal sagen, was ihr dazu denkt. Das waren jetzt auch so generelle Tipps für euch. Also, wenn ihr auch da was davon mitnehmen konntet, freue ich mich natürlich sehr. Ich würde wirklich auch nicht schauen, dass ihr über 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß esst. 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett ist top. Und der Rest fülle ich meistens mit Kohlenhydraten auf. Wie viel Gramm Fett haben eine Avocado, nur dass ich weiß? Auf 100 Gramm, glaube ich, circa 20 Gramm Fett. Okay. Ja, also eine Avocado wiegt so 100 bis 150, okay, je nachdem. Aber 20 Gramm Fett kriegt man mit einer Avocado schon gut zusammen. Und rein theoretisch könnte ich Frühstück jeden Tag dasselbe eigentlich essen. Ja, je nachdem. Du kannst auch zum Frühstück mal Eier essen. Okay. Kannst du ja auch zum Beispiel gekochte Eier mitnehmen und dann nur mit Haferflocken essen. Ja. Dann würde ich aber die Mandeln weglassen und vielleicht mal schauen, wie du dann mit den Fetten zurechtkommst. Aber ja, das war's hier mit Manuel. Für mich geht es erstmal wieder nach Hause. Wieder zu Hause angekommen, wird es Zeit für ein Eis.
und 3000 Kalorien zu ballen. Das einzige Blöde ist, es ist schon 20.10 Uhr. Ich bin ja schon am Kochen. Wir sind seit 20 Minuten am Kochen. Ich brauche meine Vitamine auch. Deshalb schön noch Gemüse geschnitten. Dann gibt es ein bisschen Reis, ein bisschen Kichererbsen. Hier haben wir Creamy Porridge drunter, wieder mit 6-facher Menge aufgegossen. Dann ist wie gesagt ein Eis, noch Avocado. Vielleicht noch irgendwas Süßes dazu, weil 3000 Kalorien müssen rein. Eiweiß muss auch rein, aber das kann ich auf jeden Fall gut abdecken. Ich würde sagen, an dieser Stelle wird es auch Zeit, das Video zu beenden. Es waren viele spannende Infos mit dabei. Ich hoffe, wir konnten das mitnehmen. Vor allem auch aus dem Ernährungsplan von Manuel. Ich lasse mir relativ viele Freiheiten, was auch gut ist, je nachdem. Wenn jemand seid, der einen fixen Plan braucht, der wirklich konkrete Vorschriften braucht, konkrete Mahlzeiten braucht, ist es so. Bei ihm ist es so, er ist gerne Freestyle, ich bin genauso. Bisschen was habe ich ihm vorgegeben. Rahmenbedingungen stehen, also sollte hoffentlich alles gut laufen. Mal schauen, wie die Kalorien dann eventuell noch verringern im Laufe der Zeit, weil es soll, wie gesagt, ein schneller Minicut werden, wo relativ viel Fett verloren wird. Also, ich sage danke fürs Zuschauen, gebt mir ein Like, schreibt einen Kommentar, abonniert nicht vergessen, Insta auschecken, TikTok auschecken, Link in der Beschreibung für Rock Nutrition auschecken, um mich zu supporten. Ich weiß, ich rede auch schon viel zu schnell, weil ich will essen, ich muss essen, ich muss reinballen, aber ihr wisst Bescheid, 3000 Kalorien auf einmal für mich ist eine Leichtigkeit. Also, bis zum nächsten Video. Peace out.